Liebe Bürgerinnen und Bürger, ab Montag gibt es merkliche Veränderungen in diesen Corona-Zeiten. So sind wir alle gehalten, in Läden, in Banken, im öffentlichen Personennahverkehr Mund und Nase zu schützen. Dabei genügt auch ein einfacher Schal. Ja, und eine weitere deutliche Änderung: ab Montag kommen die ersten Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule. Allen darf ich jetzt schon mal einen guten Schulstart unter diesen schwierigen Bedingungen wünschen. Aber auch hier die Empfehlung, außerhalb des Unterrichts Mund und Nase zu schützen. Mein Dank an dieser Stelle auch an alle Lehrerinnen und Lehrer, die die letzten Tage sehr großen Aufwand hatten, um den Schulstart für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt am Montag kommen, auch zu ermöglichen. Darüber hinaus gilt natürlich nach wie vor die eiserne Regel, Abstand halten und die allgemeinen Hygienevorschriften. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende.